Hochintelligent, sexy, kraftvoll und entschieden waren sie. Zumindest in ihrer eigenen Wahrnehmung. Die Geschichte wimmelt von Blendern. Leuten, die mal einfach so behaupteten, sie seien die Größten. Was sie damit anrichteten? Denen doch egal. Klotzen statt Kleckern. Hat nicht immer funktioniert, aber ziemlich oft. Kennen Sie den noch? Kara Ben-Nemsi. Furchtlos, waghalsig, mutig. Ein junger Deutscher, der mit seinen arabischen Gefährten in der Wüste zahlreiche Abenteuer erlebt. Er ist ein Romanheld, der, so zumindest sein Erschaffer, auf eine reale Person zurückgeht. Den Autor selbst. Karl May. Millionen Fans nahmen die Wüstenstories für bare Münze. Und Karl May für einen großen Abenteurer. Er erfindet Figuren wie Winnetou, Old Shatterhand und Haji Halef Omar ibn Haji Abul, Sie wissen schon. Und deren Erlebnisse schildert er so authentisch, dass das Publikum nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden kann. Karl May tut sein Bestes, um alle glauben zu lassen, es seien seine eigenen Heldentaten. Wie viele Sprachen sprechen Sie, Dr. May? Ich spreche 1200 Sprachen, darunter Arabisch, 6 Dialekte, Kurdisch, Armenisch. So, wenn's mehr nicht ist. Persisch, Chinesisch, 6 Dialekte. Und so weiter und so weiter. Brechen wir hier mal ab und widmen uns der Wahrheit. Karl May entdeckt sein Talent zum Geschichtenerzählen ausgerechnet im Gefängnis. Als Jugendlicher soll er eine Taschenuhr gestohlen haben. Hier flieht er in eine Fantasiewelt, aus der er nie wieder rauskommen sollte. Jahre später wird sein alter Ego die Sache mit der Taschenuhr ganz anders erleben. Kara Ben-Nemsi fängt den wahren Dieb der Uhr und wird selbst zum gefeierten Helden der Geschichte. Wie es wirklich war, das weiß allein der Wind. In der Realität ist die Gendarmerie dem arbeitslosen Karl May auf der Spur. Ein Hochstapler soll er sein. Er gibt sich als Polizeileutnant aus, um Falschgeld zu beschlagnahmen und gestohlene Uhren. Hochstapelei wird allerdings hart bestraft. Kleine Lügen sind fast wahr. Bei einer 8-jährigen Haftstrafe findet er seine Berufung zum Reiseschriftsteller. Auch der Held Winnetou wird hier geboren. Der Häuptling der Apachen wird Karl May weltberühmt machen. Später entstehen seine Geschichten daheim in der sächsischen Provinz. Nicht etwa in der Wüste oder in den Anden. Karl May, der in seinen Roman Old Shatterhand oder Kara Ben-Nemsi mimt, er hat noch nie seine Heimat verlassen. Fast Wort für Wort kopiert May den authentischen Bericht eines echten Reisegeografen. Nur so kann er seinem Publikum vorgaukeln, er wäre der große Abenteurer. Erst im Alter von 57 Jahren reist er zum ersten Mal in den Orient. Allerdings nicht zu Pferd und im Zelt, sondern als Luxustourist in den besten Hotels. Abenteuer? Das überlässt er seinen Figuren. Unmengen an Postkarten schickt er in die Heimat. Und das nicht ganz ohne Kalkül. Denn dort kursiert bereits das Gerücht, er hätte die Schauplätze seiner Romane nie gesehen. Ein Journalist enthüllt Mays Lügen und dichtet noch welche hinzu. Karl May sei ein Verbrecher, ein Plagiator, ein Lügner. Mays Ansehen bröckelt. In seiner Autobiografie beschreibt er sich als multiple Persönlichkeit.
Er sei gar kein Lügner, sondern krank. Ein genialer letzter Schachzug des professionellen Blenders. August der Starke. Kurfürst von Sachsen, König von Polen. Maßlos in der Gier nach Ruhm und ein leidenschaftlicher Bauherr. Aber auch ein feuriger Liebhaber und ein Kindskopf, dem oft nichts anderes im Sinn steht, als Frauen um den Verstand zu bringen. Er verkörpert die Epoche des Barock wie kaum ein anderer. Seinen Beinamen hat er sich allerdings nicht in Schlachten verdient. Gemeint sind seine körperlichen Kräfte. Er ist wirklich stark. Und das stellt er auch gerne zur Schau. Ganz zur Freude der Damenwelt. Naja, ob das ein echtes Hufeisen war, belassen wir es mal dabei. August ist aber auch ein Pfundskerl. Er bringt zwischenzeitlich sogar über 120 Kilogramm auf die Waage. Das sollen alle mitbekommen. Jedes Extrapfund wird bejubelt. Denn dick sein ist nicht peinlich. Ganz im Gegenteil. Es gilt als erotisch. Seine größte Leistung? Er schafft das barocke Dresden. Auch Elbflorenz genannt. August macht die Stadt zur strahlenden Metropole. Trotz Baueifer vernachlässigt er aber auch nicht die Frauen. Weit über 100 Affären werden ihm nachgesagt. Pfui, das trifft doch die Gemahlin mitten ins Herz. Die Bayreuther Prinzessin Eberhardine. Sie wird auch die Betsäule Sachsens genannt, so fromm ist sie. Am Ende verlässt sie August. Allerdings nicht etwa wegen dessen zahlreichen Mätressen, sondern weil er seine Konfession ändert, nur um an die polnische Krone zu gelangen. Plötzlich ist August Katholik und Sachsen in Aufruhr. Sollen sich die Leute doch ärgern. Nur die Krone zählt. Aber, Gott sei es gedankt, auch die größten Schürzenjäger haben ein Herz. Ein Unglück in Dresden führt zu einem Wendepunkt im Leben Augusts des Starken. Bei einem Brand in der Innenstadt lernt er eine ganz besondere Frau kennen. Die damals 25-jährige Anna Constantia. Inmitten des Feuers entflammt auch August für die resolute Schönheit. Feuer ist wie Liebe, es folgt seinen eigenen Gesetzen, wie ihr wisst. Ich muss euch widersprechen, Baronin. Ihr seid Herren über beides. Über das Feuer und die Liebe. Anna Constantia wird seine Lieblingsmätresse. Aber sie will mehr sein als nur Geliebte. In einem Freibrief verspricht er ihr, Königin zu werden, sollte seine Ehefrau das Zeitliche segnen. Dabei ist eine Mätresse auf dem Thron undenkbar. Und seine Hingabe für die Gräfin nimmt sonderbare Züge an. Der Legende nach soll eine besondere Münze die Zuneigung des Königs für die Gräfin beweisen. Auf dem sogenannten Koselgulden sind auf der Rückseite die Wappen Sachsens und Polens zu sehen. Dort, wo sich die Wappen überschneiden, entsteht zumindest mit einiger Fantasie ein mehrdeutiges Bild. August soll gewettet haben, die intimste Stelle seiner Mätresse auf eine Münze prägen zu können. Selbstverständlich gewinnt er die Wette. Der Lebemann hat aber auch eine andere Seite. Die eines knallharten Königs. Fällt man bei ihm in Ungnade, kann der Pfundskerl ganz hart werden. In jungen Jahren hatte er sogar seinem sterbenden Bruder die kalte Schulter gezeigt. Und schließlich trifft es auch seine einst heißgeliebte Anna Constantia von Kosel. Ihr passt es gar nicht in den Kram, dass der König wieder eine neue Lieblingsmätresse hat. 9 Jahre war sie seine Geliebte. 3 Kinder hat sie gezeugt. Doch ihre Eifersucht bringt sie in Gefangenschaft. August verbannt sie vom Königshof. Ganze 49 Jahre verbringt sie unter Arrest.
Selbst die Minister während und nach Augusts Regentschaft wissen nicht mehr warum. Halt Anweisung von oben. Am 1. Februar 1733 stirbt August der Starke und macht seinem Beinamen schon wieder alle Ehre. Auf seinem Sterbebett soll er seine Augen selbst zugedrückt haben. In Italien treibt unser nächster Poser sein Unwesen. Die Bescheidenheit ist nicht gerade seine größte Tugend. Gesundes Selbstbewusstsein oder maßlose Selbstüberschätzung? Es geht um den ehemaligen Staatschef Italiens, Silvio Berlusconi. So einen Ministerpräsidenten hatte Italien tatsächlich noch nie. Bestechung, Mafia, Amtsmissbrauch, Sexorgien, Anstiftung zur Prostitution. Das alles kann man dem einstigen Staatschef vorwerfen. Dutzende Straftaten soll er begangen haben, anstatt sich aufs Regieren zu konzentrieren. Dass er trotz all dieser Eskapaden Regierungschef wird, spricht für seine Verkaufskünste. Berlusconi ist ein Verkäufer und Entertainer durch und durch. Das zeigt auch seine Vergangenheit. Als Student arbeitet er unter anderem als Staubsaugervertreter und als Sänger auf Kreuzfahrtschiffen. Ihm gehören mittlerweile TV-Sender, Bauunternehmen und der Fußballclub AC Mailand. Und nicht nur einmal schenkt das italienische Volk dem selbstverliebten Politiker sein Vertrauen. Er wird sogar viermal zum Ministerpräsidenten gewählt. Doch nicht wegen seiner herausragenden Politik, sondern wegen vieler schlüpfriger Details schafft er es immer wieder in die Klatschpresse. Plötzlich sprechen alle von Bunga-Bunga-Partys. Im Mittelpunkt steht Ruby, eine minderjährige Marokkanerin. Berlusconi sieht das anders. Nur elegante Abendessen mit Ballett- und Burlesque-Wettbewerben sollen es gewesen sein. Der Fall landet vor Gericht. Der Staatschef ist hier wegen zahlreicher Delikte Dauergast. 2014 wird er zu Sozialstunden im Altenheim verdonnert. Wegen Steuerbetrug. . 2011 gab Silvio Berlusconi übrigens sein Amt als Ministerpräsident frühzeitig ab. Wollen wir hoffen, dass es das letzte Mal war. Den Italienern ist es zu wünschen. Bye bye, Silvio. Bye bye. Das alte Ägypten. Hier regierten über 3000 Jahre Pharaonen das Reich. Viele prominente Herrscher hat das Land am Nil hervorgebracht. Tutmosis. Echnaton. Oder Kleopatra. Doch ein Pharao stellt sie alle in seinen Schatten. Ramses II. Wie bereits seine Vorgänger lässt auch Ramses als erste Amtshandlung sein eigenes Grab erbauen. Denn für die Ägypter ist das Leben nach dem Tod mindestens genauso wichtig wie das Leben im Diesseits. Sein Grab soll größer und prunkvoller werden als das seines Vaters. Auch für seine 5 Söhne lässt er Grabbauten erstellen. Die größten des Landes. Um zügig mit seinem gigantischen Projekt voranzukommen, leben seine Bauarbeiter in einem Dorf nahe der Grabstätte. 25 Familien, die nur dafür da sind, dem Pharao ein glückseliges Leben nach dem Tod zu bescheren. Ramses II. Will sich durch kolossale Bauten verewigen. Er lässt sich in gigantische Granitblöcke meißeln. Die größten Statuen zeigen den Pharao Ramses. Als Bauherr übertrifft er alle seine Vorgänger. Und auch als Feldherr will er sich beweisen.
Im Feldzug gegen die Feinde aus dem Hethiterreich setzt der Pharao 20.000 Soldaten ein. Das ist die größte Armee, die es im Land bisher gegeben hat. Doch trotz seiner riesigen Armee droht dem König eine Niederlage gegen die verfeindeten Hethiter. Der Pharao muss sich sieglos zurückziehen. In seiner Heimat überbringen Kuriere die Nachricht, dass der König lebt, nicht aber wie die Schlacht ausgegangen ist. Niemals würde der große Pharao sich als Verlierer outen. Ganz im Gegenteil. Bei seiner Rückkehr lässt er sich als Sieger feiern, präsentiert sich als Kämpfer gegen das Chaos und als Hüter von Frieden und Ordnung. Dass seine Version der Geschichte auf den Wänden der Tempel verewigt wird, ist dann nur noch Formsache und gehört zum Regierungsprogramm. Fünfzehn Jahre nach der Niederlage schließt er ein Friedensabkommen mit den Hethitern. Und eines kann sich der große Pharao wirklich auf die Fahne schreiben. Es ist das erste überlieferte Friedensabkommen der Geschichte. Nie wieder wird er in den Krieg ziehen. Kriege, Bauwerke, Gräber, in jedem Punkt wollte er seine Vorgänger übertreffen. Mit einer Sache gelingt es ihm ganz besonders. Er wird fast 90 Jahre alt. 67 Jahre regiert er sein Reich. Das hat vor und nach ihm kein Pharao geschafft. Generationen von Ägyptern kennen nur ihn als Herrscher. Als Ramses der Große geht er in die Geschichte ein. Sie leben im frühen Mittelalter noch in Saus und Braus. Sie werden als Helden gefeiert. Ein halbes Jahrtausend schreiben sie im Mittelalter Geschichte. Mit dem Schwert erkämpfen sie sich, was sie wollen. Doch im späten Mittelalter geht es für sie bergab. Land und Bauern können nun ihre Ritter nicht mehr ernähren. Aus Rittern werden Raubritter. Einer von ihnen ist Götz von Berlichingen. Er sucht sich die ein oder andere alternative Einnahmequelle. Und seine Strategie ist eine ganz einfache. Er beutet Leute aus. Ohne Recht und Gnade. Götz ist der Letztgeborene von 10 Kindern. Da ist es an der Tagesordnung, sich alles zu erstreiten. Götz ist eigener König im eigenen Reich. Nur dem Kaiser ist er untertan. Bei Gott dem Allmächtigen! Doch dann kommt es zu einer Wendung in seinem Leben. Um sich mehr dazu zu verdienen, springen nicht selten Raubritter als Söldner ein. So auch Götz. Doch ausgerechnet ein Fehlschuss aus den eigenen Reihen trifft ihn. Er verliert seine Hand. Der Raubritter macht aus der Not eine Tugend. Er lässt sich eine eiserne Hand schmieden. Die wird er sich als Markenzeichen zunutze machen. So kann er seine Raubzüge weiter fortsetzen. Aber die bleiben nicht unbemerkt. Der Erzbischof von Mainz lädt ihn zum Verhör ein. Angeschwärzt hat ihn der Amtmann von Krautheim. Stumpf! Dann komm raus und zeig dich! Es kommt zu einer historischen Begegnung zwischen den beiden. Hier geht Götz mit einem legendären Satz in die Geschichte ein. Weißt du was? Ich werde dir was sagen. Du kannst mich. Lecker mich hinten. Den sogar Johann Wolfgang von Goethe später nutzt. Er wandelt den Satz leicht um. Na? Er kann mich am Arsche lecken, heißt es bei den großen Dichtern. Doch trotz seines Großmauls kommt Götz dieses Mal nicht ungestraft davon. Der Kaiser verhängt eine Reichsacht über Götz. Das bedeutet, Götz darf den Burgkreis nicht mehr verlassen, kein Pferd mehr besteigen und das Schlimmste,
Er muss seine Ritterrüstung ablegen. 5 Jahre lebt er mit dem Urteil, bis er endlich begnadigt wird. Gelernt hat er daraus nichts und macht weiter wie gehabt. Doch jetzt als selbsternannter Rechtshelfer. Wo ihm ein Unrecht geschieht, regelt es Götz auf seine Weise. Ein Robin Hood sozusagen. So hilft er bei einem Schützenfest in Köln einem Gewinner, das versprochene Preisgeld zu bekommen. Ohne Gerichtsurteil, nach alten Gesetzen. Mit purer Gewalt. Der kleine feine Unterschied zu Robin Hood, er bekommt eine beachtliche Summe Provision für seine ach so selbstlosen Taten. Niemals aber würde sich Götz gegen den Kaiser stellen. Dumm nur, dass der seine Vorliebe für Kanonen entdeckt. Waffen werden nur nach Maß hergestellt. Der Kaiser zieht in den Kampf gegen die anarchische Bande von Raubrittern. Straßen sollten sicherer werden für den Handel. Der Kaiser will den ewigen Landfrieden. Die Macht der Ritter bricht, militärisch und politisch. Auch die von Götz von Berlichingen. Der nächste Angeber beginnt seine Karriere in Venedig als Priester. Seine Reden kommen bei den Leuten gut an. Doch schnell gibt er seinen Job als Mann der Kirche auf. Ihn gelüstet es nach ganz anderen Stellungen. Die Rede ist von Casanova. Für ein Leben in Keuschheit ist er beim besten Willen nicht gemacht. Auf ewig ein frommer Diener Gottes zu sein? Das ist nichts für den leidenschaftlichen und neugierigen Italiener. Er macht die Schlafzimmer dutzender Frauen unsicher, beglückt sie. Ihr Wohl ist ihm immer das Wichtigste. Er ist kein Egoist im Bett und weiß, was die Frauen wollen. Charmant, gebildet, humorvoll und aufmerksam ist er. Die Frauen dieser Welt liegen ihm zu Füßen. Sie werden reihum befriedigt. Er vollzieht, so heißt es später in seinen Memoiren, anatomische Erkundungen am Körper eines Mädchens. Learning by doing, sozusagen. Seine Masche zieht aber nicht nur bei Frauen. Auch Männer sind seinem Charme erlegen. Einem Zufall geschuldet, kommt es zu einem Wendepunkt in seinem Leben. Als ein wohlhabender Mann einen Brief verliert, rennt ihm Casanova hinterher. Sein Glück, dass der Mann just in diesem Augenblick zusammenbricht. Casanova kann sich als Lebensretter aufspielen und bei ihm wohnen und steht fortan in seiner Gunst. Doch womit er nicht rechnet, während die Damen kein Sterbenswörtchen über ihren Liebhaber verlieren, wächst der Unmut der Männer. Er hat halt viele Neider. Sie denunzieren ihn als Gauner. Selbst Leichenschändung werfen sie ihm vor. Und obwohl er seine geliebte Heimat verlässt, holen ihn immer wieder die Verleumdungen seiner Widersacher ein. Als er nach Jahren wieder in Venedig auftaucht, wird er festgenommen und in die Bleikammer eingesperrt. Nach 15 Monaten der unsäglichen Langeweile und des Liebesentzugs gelingt ihm, was keinem Häftling vorher gelungen ist. Er bricht aus und verlässt fluchtartig Venedig. 20 Jahre lang wird er aus seiner Heimatstadt verbannt. Zuflucht findet er in Paris. Hier lässt er sich, was sonst, als Helden feiern. Immerhin hat er gerade eine spektakuläre Flucht hinter sich. Doch die Bewunderung der Pariser High Society bringt ihm auch keine Kohle ein. Da hat er einen genialen Einfall. Der Blender Casanova schlägt dem Staat ein Glücksspiel vor. Seinen Plan hat er nicht erfunden, sondern geklaut. Von einem Mathematiker aus Padua. Die französische Staatslotterie ist geboren und er selbst verdient Millionen damit. Doch damit nicht genug. Er will immer mehr. Casanova wird gierig. Er gibt sich als Zauberer aus, fliegt auf und verlässt auch Frankreich. London ist sein nächstes Ziel.
Hier wird er schon bald wegen Scheckfälschung gejagt. Es droht die Todesstrafe. 20 Jahre reist er kreuz und quer durch Europa. Er versucht sich als Theaterdirektor, Autor, Verleger, sogar als Spion im Auftrag der Inquisition. In seinen letzten Jahren dann lebt er einsam und verlassen auf einem Schloss in Dux. Alles hat der alte Angeber verloren. Er schwelgt in Erinnerungen und schreibt seine Memoiren. Der König von England, Heinrich VIII., hat entschieden. Anne Boleyn, einst Königin und Gattin des Herrschers, muss sterben. Ehebruch und Inzest soll sie begangen haben. Vor den Augen des Volkes wird sie hingerichtet. Doch bis zuletzt beteuert Anne ihre Unschuld. Genutzt hat es ihr nichts. Dabei hatte alles so schön angefangen. Immer wieder umgarnt der liebestolle König die schöne Anne. Doch so leicht ist sie nicht zu haben. Dabei hätten vermutlich sehr viele Frauen schnell zugeschnappt. Denn als junger Mann ist Heinrich hoch im Rennen bei der Damenwelt. Zu Lebzeiten wird er gefeiert für seinen Mut, seine Tapferkeit und Schönheit. Heinrich ist der erste englische König mit einer Renaissance-Ausbildung. Auf einem seiner zügellosen Feste verliebt er sich in die Hofdame Anne Boleyn. Heinrichs Frau und Königin Katharina von Aragon ist sich schnell ein Dorn im Auge. Heinrich weiß, erst wenn er Katharina los wird, ist der Weg für Anne frei. Sich von seiner Gemahlin zu trennen, ist hochbrisant und gefährlich. Sie ist die Tochter des spanischen Königs. Einen Krieg gegen den Spanier kann er sich nicht leisten. Er kommt auf eine pfiffige Idee. Er muss Anne heiraten, nur der Erbfolge wegen. Schon seit 17 Jahren ist Katharina von Aragon die Königin. Einen Thronfolger hat sie ihrem König aber nicht geschenkt. Erlaubt es der Papst, bekommt er mächtige Probleme mit Spanien. Erlaubt er es nicht, wird sich Heinrich von Rom lossagen. Die Annullierung der Ehe wird plötzlich zur europäischen Machtfrage. Aber wer sollte ihm eigentlich gefährlich werden? 6 Jahre und keine Entscheidung später reißt sein Geduldsfaden. Katharina wird verbannt. Sie lebt in Isolation in einem Schloss weit ab von London. Heinrich wird sie nie wieder sehen. Der jungen Liebe von Anne und dem König steht nichts mehr im Weg. Nur kurz darauf wird Anne schwanger. Doch der gewünschte Thronerbe ist eine Tochter. Für beide bricht eine Welt zusammen. Seine privaten Eskapaden spiegeln sich auch in seiner Politik wider. Heinrich bricht gänzlich mit dem Vatikan. Klöster und Kirchen werden enteignet, Mönche und Nonnen vertrieben. Die Zerstörung zieht sich über Jahre hin. Und der zweite Schicksalsschlag. Annes zweite Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt. Es hätte ein Sohn werden sollen. Doch Heinrich hat längst eine neue Flamme im Visier. Jane Seymour heißt sie. Für Anne ist es das Aus. Nur einen Tag nach der Hinrichtung heiratet Heinrich Jane. Über Anne scheint er keinen Gedanken zu verlieren. Bei Hofe herrscht blankes Entsetzen. Doch die ganze Welt soll offenbar wissen, dass nichts den König erschüttert. Und endlich bekommt er seinen lang ersehnten Sohn. Prinz Edward wird geboren. Jane aber stirbt nach der Geburt. Heinrich heiratet nach Janes Tod noch weitere 3 Mal. Doch zuletzt ist von dem einst schönen Heinrich nichts übrig geblieben. Fett und paranoid ist er.
Seine krankhafte Obsession, einen männlichen Thronfolger zu haben, endet übrigens ironischerweise anders als erwünscht. Ausgerechnet seine Tochter Elisabeth tritt sein Erbe an. Das hat man von all der Angeberei. Frei nach dem Motto »Leben wie Gott in Limburg« sehnt sich Bischof Franz Peter Thebartz von Elst nach nichts mehr als einer bescheidenen Hütte inmitten der Stadt. Doch dafür gibt es vom Volk nur Schelte. Aber alles der Reihe nach. Im November 2007 wird Thebartz von Elst vom damaligen Papst zum neuen Bischof von Limburg ernannt. Erste Sympathiepunkte verliert der Bischof, als er 2008 einen Priester abberuft. Der hatte ein gleichgeschlechtliches Paar getraut. Ein Verstoß gegen die römisch-katholische Ordnung. Der Limburger Bischof macht nicht mit bei gesellschaftlichen Entwicklungen der Zeit. Christian Wulff hält eine vielbeachtete Rede zum Islam in Deutschland. Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Wulff erfährt große Zustimmung, aber auch Kritik für seine Rede. Thebartz von Elst meint, der Bundespräsident habe die Bedeutung der christlichen Leitkultur zu wenig beachtet. 2012 fliegt er für ein soziales Projekt zusammen mit seinem Generalvikar nach Indien. So weit, so gut. Allerdings fliegt er erster Klasse. Immerhin will der Bischof ausgeschlafen und erholt seine tatkräftige Unterstützung anbieten. Doch das sind Peanuts im Vergleich zum wirklich riesigen Obergau. Es geht um den Neubau des Bischofshauses. Hat er zu Beginn seines Amtes noch den Bescheidenen gegeben, setzt er nun plötzlich auf Prunk und Pomp. 5 Millionen Euro will er ausgeben. Am Ende werden es 31 Millionen. Das Volk ist in Rage. Einen protzigen Bischof will hier niemand mehr haben. Ich finde nicht, dass der hier was zu suchen hat. Dem kann man ja nicht mehr trauen. Weil ich denke mal, hier wird er auch von den Leuten ziemlich gehasst. Schädlich für die katholische Kirche. Ja. Schließlich wird der Fall Thebartz von Elst auch zur Debatte im Vatikan. Er wird von seinem Amt freigestellt. Der gehörende Bischof verzichtet schließlich auf sein Amt. Die Welt ist erleichtert. Aber zum Glück muss er nicht in Armut leben. Er erhält ein Ruhestandsgehalt von 71% seines letzten Gehaltes. Das müssten schätzungsweise fast 6.700 Euro sein. Katharina die Große. 1762 wird sie Kaiserin Russlands. Ihre Geschichte kennen wir aus ihren Memoiren. Die hat sie jedoch selbst verfasst und nach Belieben auch immer wieder verändert. Katharina gilt heute noch als eine der größten Selbstdarstellerinnen der Geschichte. Legendär ihre Männergeschichten. 22 Liebhaber stellt sie ganz offiziell bei Hofe vor. Auch die Ausgemusterten werden großzügig für ihre Dienste entlohnt. Aber wehe, einer stellt sich ihr in den Weg. Dabei war ihre Bestimmung eine ganz andere. Kaiserin Elisabeth von Russland sucht eine Gattin für ihren Großfürsten Peter III. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst stellt sich bei Hofe vor. Erst später wird sie Katharina heißen, auf Geheiß der Kaiserin. Ihre Aufgabe ist klar und simpel. Sie soll Peter III. Einen Thronerben schenken. Doch Peter interessiert sich für Soldatenspiele, nicht für seine Gattin. Wie soll da ein Thronerbe entstehen?
Jahre lang bleibt Katharina kinderlos. Schließlich schenkt sie Russland den lang ersehnten Thronerben. Nur der Vater des Jungen ist wahrscheinlich nicht der Großfürst, sondern einer ihrer Liebhaber. Das Verhältnis zu ihrem Sohn ist angespannt. Später gibt er ihr die Schuld an dem Tod Peters. In ihren Memoiren stellt sich Katharina jedoch als Unschuldslamm dar. Ihre Ehe? Ein endloses Beziehungstrauma. Ein Trinker sei er, der sich nicht um Russland kümmere. Sie und Russland die Opfer. Peter der Täter? Es sollte anders kommen. Nach dem Tod der Kaiserin wird Peter III. Der legitime Nachfolger. Er kündigt Reformen an. Außerdem beendet er den Siebenjährigen Krieg. Zu groß ist seine Bewunderung für den Preußen Friedrich den Großen. Doch damit bringt er Teile des Militärs gegen sich auf. Katharina wittert ihre Chance. Und sie hat eine besondere Begabung. Sie ist in der Lage, Menschen zu instrumentalisieren und zu manipulieren. Kurz nach dem Tod der Kaiserin organisiert sie einen Staatsstreich und setzt ihren eigenen Mann und Kaiser Russlands ab. Sie lässt sich zur Kaiserin ausrufen. Rechtlich eine nicht ganz saubere Angelegenheit, denn eigentlich hätte sie nur als Regentin für ihren noch unmündigen Sohn agieren können. Doch darum schert sich die Herrscherin nicht. Nur wenige Tage nach ihrer Krönung wird Peter ermordet. Katharina soll davon nichts gewusst haben. Sie sieht sich selbst als Anhängerin der Aufklärung. Nach außen gibt sie sich als Kritikerin der Leibeigenschaft. Das Los der Bevölkerung, insbesondere der Leibeigenen, verschlechtert sich jedoch unter ihrer Regentschaft. Soziale Unruhen und Bauernaufstände sind die Folge. Doch unter ihrer Herrschaft vergrößert sich das Russische Reich in einem Maße, wie es kein Herrscher vor ihr geschafft hat. Sie ist die einzige Herrscherin der Geschichte, die den Beinamen die Große trägt. Alexander der Große. Herrscher über ein ganzes Weltreich. Die Angeberei wurde ihm schon in die Wiege gelegt. Seine Mutter Olympia behauptet, Zeus sei sein Erzeuger gewesen. Offiziell aber ist sein Vater der makedonische König Philipp II. Als Kind wird Alexander von Aristoteles höchstpersönlich unterrichtet. Früh lernt er das Kämpfen. Nach dem Tod Philipps übernimmt er die Krone. Er tötet seine engsten Freunde und Gefährten. Doch darum soll es nicht gehen, sondern um Alexander den Großen, den Entdecker und Eroberer der Welt. Den, der sich selbst für den Größten hielt und auch dazu machte. Alexander nimmt Griechenland ein und wird oberster Heerführer des Landes. Einige Jahre später zieht es ihn nach Persien. Um die Gunst der Griechen zu gewinnen, will er griechische Kolonien zurückerobern, ganz im Sinne des Auftrags. Bei Issos kommt es dann zum Showdown gegen die Perser und deren König Dareios. Der verfügt über eine Armee von 70.000 Mann. Trotz der Übermacht bezwingt Alexander den persischen Großkönig und schlägt ihn in die Flucht. Kurz darauf zieht er nach Ägypten. Hier gibt er sich auch als Tourist, nicht als Feldherr. Besucht alte Tempel, betet zu den ägyptischen Göttern und gründet mal eben 10 Städte. Die prächtigste nennt er Alexandria. Wie bescheiden. Viele hätten sich an diesem Punkt ein schönes Leben gemacht. Nicht aber Alexander. 331 vor Christus kehrt er ins Perserreich zurück. Denn noch hatte Dareios nicht besiegt. Der persische Großkönig bietet ihm einen Friedensvertrag an, den Alexander ablehnt.
Gaugamela wird der Schauplatz einer der größten und wichtigsten Schlachten der Weltgeschichte. Alexanders Männern steht eine fast doppelt so große persische Armee gegenüber. Doch der Feldherr hat einen genialen Plan. Die starken persischen Reiterverbände werden durch Flankenangriffe weggelockt. Im Zentrum entsteht eine Lücke. Alexander gelingt ein Angriff auf den König selbst. Doch er schießt daneben. Und schon wieder flüchtet der König vom Schlachtfeld. Der Sieg zeigt, dass man auf die persische Armee nicht mehr setzen kann. Die Städte öffnen nach und nach dem großen Feldherrn Alexander die Tore. Widerstandslos. In Babylon wird er unter Jubel empfangen. Der einst kleine König Makedoniens ist der neue Großherrscher über das persische Reich. Von hier aus will er nun regieren. Seine Vertrauten drängen ihn, jetzt zu stoppen. Aber Alexander zieht mit seinen Truppen weiter nach Afghanistan. Hier verliebt er sich in Roxane. Die Perserin nimmt er offiziell zur Frau. Eine Sensation. So etwas hat es vorher nie gegeben. Doch er will das alle sehen. Er ist der neue persische Großkönig mit einer Perserin an seiner Seite. Alexander dringt weiter vor bis zum Hindukusch. Er will die ganze Welt beherrschen. Indien stellt sich der Armee Alexanders. Der Sieger? Na, wer wohl? Als Alexander mit 33 Jahren stirbt, hat er sein Ziel erreicht. Er ist der erfolgreichste Feldherr und Eroberer aller Zeiten. Doch den Preis für diesen Wahn haben tausende Soldaten mit ihrem Leben bezahlt. Als Nachfolger ernennt er den mächtigsten des Landes. Um herauszufinden, wer das war, kämpften die Menschen im alten Griechenland jahrzehntelang gegeneinander. Das Reich und somit das Erbe von Alexander zerfällt. War es das alles wert? Nur damit einer der Größte sein konnte?